Hallo Leute, ich bin der Leon, ihr kennt mich ja vielleicht schon. Ich bin heute hier auf dem Funky Forest Festival und halte ja eine Chili in der Hand. Es geht heute um die ALS-Erkrankung, die amyotrophe Lateralsklerose. Ich weiß jetzt nicht, ob das ganz richtig ausgesprochen war. Jedenfalls ist es eine degenerative Nervenkrankheit, die nach Diagnose nach 3 bis 5 Jahren zum Tod führt. Es gibt dafür noch keine wirkliche Hilfe. Und da hat sich ein Verein gegründet, der ALS-Hilfeverein, der eben jetzt zum Beispiel auf diesem Festival Chilischoten verteilt. Und die sollen als Challenge gegessen werden, damit das nachempfunden werden kann. Quasi die Chilischote dafür, um das betäubende Gefühl in den Nerven zu verstehen oder nachzuvollziehen. Dazu kann man natürlich auch spenden und ich finde das eigentlich recht wichtig, dass auf eine seltene Krankheit so aufmerksam gemacht worden wird. Und deswegen werde ich jetzt hier auch diese Chilischote essen. Weiß nicht, ob ich es ganz schaffe. Mal schauen, wie scharf sie ist. Ja, genau, das mache ich jetzt. Also viel Spaß. Na, man spürt schon. Und da muss man sich rausholen, weil ich habe nur so ein paar Stunden. Und was lebst du denn? So, Chili ist weg. Geht von der Schärfe. Aber man spürt dieses Taubheitsgefühl schon auf der Zunge. Noch wichtig zu sagen ist, am 20. Juli haben wir wieder eine Veranstaltung in der Lohnfabrik Augsburg. Also wir von der Tanzwaldwiese. Hoppala, jetzt hat er aber. Wir von der jetzt habe ich Schluck auf. Marci! So, jetzt habe ich Schluck auf, ey. Der Wahnsinn. Um es zum Ende zu bringen, am 20. Juli haben wir in der Ballonfabrik Augsburg wieder eine Psytrance-Veranstaltung. Und um das Projekt zu unterstützen, wollen wir, dass auch die Jungs von und Mädels von dem ALS-Hilfeverein mit vor Ort sind, die werden auch beraten dort und auch diese Chili-Challenge machen mit euch. Ich werde jetzt noch 3 Leute nominieren. Das ist einmal mein Mitbewohner, der Fabian Pizza, dann die Ilona Eichele und die Ricky Riegel. Die werde ich nachher noch verlinken. Aber nur, dass ihr Bescheid wisst, am 20.07. in der Ballonfabrik, da werden die Jungs und Mädels ja auch da sein. Da könnt ihr auch die Challenge machen und vielleicht ein bisschen Informationen über die Krankheit bekommen. Ja, nee, wäre vielleicht mal ganz interessant. Und es ist auf jeden Fall wichtig, so ein Projekt zu unterstützen.